Willkommen zu StudyHelp TV. Hallo meine Lieben. Heute untersuchen wir Output-Effizienz bei Produktion. Auch hier gilt dieselbe Annahme wie bei der Untersuchung von Input-Effizienz bei Produktion, nur mit einem Unterschied. Wir unterstellen, dass eben mehrere Output-Varianten bei unseren gegebenen Inputs möglich sind. Also, wir können mit unseren gegebenen Mitteln, worauf ich gleich noch zu sprechen komme, mehrere Output-Varianten in verschiedenen Mengen produzieren. Das ist zunächst mal unsere Annahme. Das Ziel ist es natürlich, hier produktionstechnisch einen möglichst hohen Output zu erreichen. Im Gegensatz erinnern wir uns zur Input-Effizienz, wo unser Ziel war, einen möglichst niedrigen Input zu geben. Aber jetzt betrachten wir den Output, also einen möglichst hohen Output produzieren. Ihr seht darunter einen Merksatz, der im Grunde genommen diesen Kerngedanken hier nochmal zusammenfasst. Output-Effizienz liegt bei einem Produktionspunkt dann vor, wenn dieser im Vergleich zu anderen Produktionspunkten bei mindestens einer Faktorart einen höheren Output, genau, und gleichzeitig bei keiner anderen Faktorart einen niedrigeren Output erzeugt. Das ist unsere Leitmaxime, wenn wir gleich verschiedene Produktionspunkte auf Output-Effizienz hin untersuchen werden. Ihr seht nun hier einmal vier Produktionspunkte, Y1 bis Y4. Gelb markiert seht ihr die sogenannten Basis-Input-Vektoren, minus R-0, bedeutet, dass hier die Inputs bei allen Produktionspunkten gleich hoch bzw. auch konstant angegeben sind. Im Weiteren sehen wir die Inhalte der verschiedenen Produktionspunkte und so wie wir es auch bei der Prüfung von Input-Effizienz gemacht haben, beginnen wir nun die einzelnen Produktionspunkte auf Effizienz hin zu überprüfen, indem wir vergleichen. Und hier starten wir einmal mit dem Vergleich von Y1 und Y2. Wenn wir also jetzt Y1 und Y2 uns anschauen und zunächst mal X1 vergleichen, also die erste Output-Art, sehen wir, dass es hier bei X1 einen Unterschied gibt. Nämlich einmal haben wir hier 96 als Output und einmal 97. So, unter dem Leitsatz des Outputs ist also jetzt hier die Frage, was ist besser? Wir haben ja hier Output-Mengen angegeben und wir haben ja gesagt, Ziel ist es, einen möglichst hohen Output zu haben. Also ist klar, hier ist Y2 im Vergleich besser. Bei X2 sehen wir, hier ist auch ein Unterschied. Wir haben einmal hier 99 und einmal 100. Auch hier sehen wir, die Output-Mengen sind bei Y2 besser. So, bei X3 sehen wir ein ebenso einen Unterschied auch. Und hier haben wir 98 und 96. Also haben wir hier in dem Fall Y1 besser. Und im letzten Punkt, X4, sind sie gleich mit 100 und 100. Was ist der Rückschluss aus dem Ganzen? Y1 und Y2 dominieren sich nicht. Das bedeutet zunächst mal, dass beide Produktionen output-effizient sind. Jedenfalls bis uns ein anderes Prüfungsergebnis vielleicht etwas anderes zeigt. Also an dieser Stelle gibt es keinen Produktionspunkt, weder Y1 noch Y2 dominiert vollständig den anderen. Jetzt haben wir also Y1 mit Y3 zu vergleichen. Ich habe es mal vorbereitet. Ihr seht, X1 ist gleich bei beiden Produktionspunkten, nämlich 96, 96 von den Outputmengen her. X2 hat einen Unterschied, einmal 99 und einmal einen Output von 100 Mengeneinheiten. Wissen also jetzt nach unserer Leitidee, dass der Output möglichst hoch sein muss, dass also hier Y3 besser ist. Im
folgenden sehen wir dann x3 mit 98 und 99 im Unterschied. Auch hier ist y3 besser. Bei x4 erkennen wir, beide Outputmengen sind gleich. Somit ist unser Fazit klar. y3 dominiert y1. y1 kann also nicht mehr output-effizient sein. Im Kehrschluss, y3 ist output-effizient. Halten wir also fest, y3 dominiert y1. Wie gesagt, y1 ist nun aus dem Rennen der Betrachtung, weil y1 output-ineffizient ist. Wir vergleichen also jetzt Produktionspunkt y2 mit y3. In x1 sehen wir, dass y2 mit 97 Mengeneinheiten des Outputs besser ist als y3, weil hier der Output höher ist. Dann im Punkt x2 sind beide gleich mit 100 Mengeneinheiten. Im Punkt x3, also Output Art x3, sehen wir, dass y3 einen höheren Output hat und somit besser ist, während x4 wieder gleich hohe Mengen angibt. Wir können also hier wieder nicht feststellen, dass einer der beiden Produktionspunkte ineffizient ist. Unser Rückschluss also, beide Produktionspunkte sind output-effizient. Vergleichen wir zum Schluss noch y2 mit y4. In x1 sehen wir, dass Produktionspunkt y2 besser ist aufgrund der höheren Outputmenge. Bei x2 sehen wir, dass ebenfalls y2 besser ist durch eine höhere Outputmenge, nämlich 100 im Vergleich zu y4 mit 99. x3 und x4, da sind beide Produktionspunkte gleich. Wir erkennen also gleich, dass y2 den y4 klar dominiert. Und damit ist es klar, auch der y4 kann nicht output-effizient sein. Somit haben wir einen kompletten Rückschluss, nämlich die Produktionen y2 und y3 sind output-effizient. Das heißt, hier sind wir rein von den Output-Mengen effizient. Die beiden Produktionspunkte sind also in der Output-Betrachtung mögliche Produktionsvarianten, während y1 und y4 aufgrund der Output-Ineffizienz aus der Betrachtung herausfallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt es verstanden. Ich grüße euch und sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.